So, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, ging es diesmal ein bisschen schneller. Ja, da hatte ich gestern oben, hatte ich so eine Idee im Kopf. Das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Dann wollte ich das halt gleich mal ausprobieren. Und zwar habe ich einen Tiefenstopp gebaut für meine Tischbohrmaschine oder Standbohrmaschine. Einfach herzustellen. Material kostet 2-3 Euro. Und ja, habe ich das jetzt mal umgesetzt und habe ich gedacht, ja, tue ich das Video gleich hochladen und ja, mal gucken, ob euch die Idee gefällt und was ich da genau gemacht habe. Und es ist nicht alles hundertprozentig geworden, aber ja, das ist halt auch nicht die genaueste Bohrmaschine, sage ich mal. Schiebe es mal auf die Bohrmaschine. Okay, lang genug gequatscht und vorher blende ich noch einen kleinen Film ein. Und zwar habe ich da vom Matthias von Mabus Kunsthandwerk. Ja, der hat mir so eine kleine Wasserwaage Aldi zugeschickt und ein bisschen Holz. Zeige ich euch das gleich. Ja, und da soll ich mir was einfallen lassen und was draus baue. Ja, das kommt dann vom eigentlichen Video. Und ja, und jetzt lang genug gequatscht. Viel Spaß beim Gucken. So, bevor ich aber jetzt einen Anfang, habe ich hier ein schönes Paket gekriegt von Matthias, Mabus Kunsthandwerk. Ja, hat er mal was zugesendet, weiß ich auch schon, was drin ist. Aber ja, da ist eigentlich die Verpackung viel zu groß. Und das mache ich jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal miteinander neu. Ja, vorsichtig aufschneiden. Oh. Ah, noch Holz. Guck mal hier. Oh, schöne Sticke. Da noch einmal. Sehr schön. Du auch noch einmal. Wunderbar. Ein Brief. Aufkleber. Sehr schön. Oh. Ah, da ist noch einmal so ein Stück kleine. Oh, und da, guck mal. Ich glaube, das ist Zebrano oder so, wie das heißt. Auch noch ein schönes Stück. Ja, ach ja. Und das ist eigentlich, Karton kann noch mal weg. Das ist eigentlich der Grund für das Paket. Ja, weil da hat der Matthias, der hat sich ja so einen Messerblock, wenn man so nennen kann, mit Magneten für die Küche gebaut. Ja, fand ich eine lustige Idee. Da hat er gesagt, er hat noch so eine alte kleine Wasserwaage. Und ja, die wollte er mir zuschicken. Und da soll ich dann auch mal gucken, ob ich da eine Idee habe, was ich da draus bauen kann. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, bin ich mal gespannt. Matthias, Daumen hoch. Mich riesig gefreut. Ja, jetzt war noch ein Zettel. Mal gucken. So viel Zeit muss sein. Hallo Michael, endlich komme ich dazu, dir eine kleine alte Wasserwaage zu schicken und dass sie sich auf den weiten Weg zu dir nicht so alleine fühlt, lege ich noch etwas Holz mit ins Paket. Ja, amerikanische Esche. Ja, das ist wahrscheinlich das hier. Dann Thermobuche, das ist dann glaube ich, ja, das hier.
das Dunkle und etwas, ja, Zebrano, ja, ah, sehr schönes Holz, ja, mal gucken, was man da dazu äufelt. Ja, natürlich Aufkleber, ja, bin gespannt, was du alles daraus machst, ja, bin ich auch gespannt. Also, wie gesagt, Matthias, vielen, vielen Dank. Und ja, gucke ich mal, was ich da draus bastel. Ja, wollte ich das jetzt noch mal vorab erwähnen. Ja, ist das Paket jetzt auch angekommen. Und ja, jetzt räume ich mal weg. Vielen Dank noch mal, Matthias. Ja, kommt vielleicht auch noch was zurück. Und jetzt räume ich das mal weg und dann geht's los mit dem Projekt. Bis gleich. Ja, hier ist jetzt mal das gute Stück. Ja, wie gesagt, da habe ich ja den Anschlag für den Tiefenstopp, den habe ich ja damals ja abgemacht, weil das mit dem Dreh, das war alles ja nicht so mal Welt, hat mich genervt. Und da wollte ich ganz schlau sein, habe dann so ein elektronische Schieber da drauf gebastelt. Ja, und das funktioniert ja auch ganz gut, ne, wenn ich jetzt da drehe und da sehe ich dann ganz genau, wie tief ich bohre. Also das funktioniert einwandfrei, super. Was halt wirklich stört, und da hat mich damals schon die Renate Lebowski, oder ich glaube, so hat sie geheißen, hat mich darauf aufmerksam gemacht, wenn man immer wieder wiederholgenau und auch in der Tiefe Löcher bohrt, und da muss man immer hier dann genau gucken, wie tief man gebohrt hat. Ja, und da hat sie recht gehabt, das ist wirklich nervig, und aus dem Grund, ich habe ja hier noch, mal gucken, ob man sieht, ja, habe ich ja hier noch das Plastikteil, um praktisch die Halterung für, ja, wo der Tiefenstopp drin war. Und da ist mir jetzt eine Idee gekommen, ja, was ich da umbauen will, eigentlich einfach zu machen. Ja, damit ich immer nicht hier gucken muss, wie tief ich jetzt bin, sondern auch hier, wie so einen Tiefenstopp habe. Ja, und was ich mir da jetzt habe einfallen lassen, ja, das seht ihr dann gleich. Also von der Grundidee, da will ich hier unten, da habe ich wieder so Einhandzwinge, so eine kleine. Ja, die hat ja eigentlich auch jeder daheim, aber wenn ich ehrlich bin, man benutzt sie recht selten. Und das Ding will ich hier jetzt verbauen. Ja, und meine Theorie ist, dass ich praktisch die Stange hier unten an dem Plastik festmache und dann kann ich meine Tiefe einstellen. Ja, ich muss mal ein bisschen weiter weg, halt andersrum, so. Und dann kann ich ja hier meine Tiefe ausstellen, da habe ich ja das Blaue als Anschlag. Und wenn ich dann bohre, und dann geht es ja nicht weiter runter. Ja. Und das Ding will ich jetzt mal umbauen. Ich muss jetzt da mal messen. Das da unten kommt ganz weg. Und was man halt achten muss, manche, die sind so, ja, so lappeduddelig. Und da sollte man schon, ups, siehst du, einen nehmen, der auch hält. Wie gesagt, ich habe ja noch ein paar. Jetzt gucke ich mal, nicht, dass der sich dann verschiebt oder verstellt. Ja, jetzt gucke ich mal, probiere ich mal aus, und der, wo am besten hält, ja, und den baue ich mir dann um und mache den dann hier drauf. Und da werde ich hier oben als Führung für das, ja, für die Schienen, sage ich jetzt mal, werde ich auch wieder so ein Klötzchen nehmen, ja, wo das dann laufen kann und nicht da hin und her wackelt. Ja, jetzt mal lang genug gequatscht. Jetzt gucke ich mal noch so ein Ding.
das ordentlich ja, hält. Und dann baue ich das mal um. So, ich habe jetzt an der Bohrmaschine, habe ich jetzt gemessen, also 12 cm würde mir reichen. Oder ja, wie die meisten sagen, 120 mm. Ja, das kann ich dann abtrennen. Und ja, jetzt nehme ich das erste Mal da aufeinander und gucke schon mal überhaupt, was ich da an Gesamtlänge habe. Ja, und hier sind ja da die Löcher drin. Und die kann ich verwenden, um das unten an dem Plastikteil, ja, wo praktisch mein Bohrfutter mit runter geht, ja, das da mit zu verschrauben. Ja, da sind noch so Knubbel drin, da muss ich schon mal gucken, was ich da mache. Aber ja, das kommt ja da praktisch verkehrt rum drauf. Also muss ich jetzt mal gucken, von unten bis oben 12 cm, ob ich da hinkomme. Ja, muss. Ja, zeichne ich mir das mal auf. So. Ja, Schloss lieber noch ein bisschen länger. Abschneiden kann man immer noch. Ja, und das trenne ich jetzt erst einmal ab da. Ja, dann halt so rum. Und los geht's. So, habe ich das jetzt mal abgetrennt. Und jetzt muss ich mal gucken, das muss hier dann auch drauf bleiben. Das kann ich aber dann so abmachen, da brauche ich das nicht. Habe ich wieder ein bisschen gespart. Ja, jetzt halte ich das mal auf und gucke mal, ob das funktioniert. Das habe ich jetzt mal aufgehalten. Ja, hier, das mache ich auch weg, damit ich hier ein bisschen bündig komme. Da habe ich noch ein bisschen mehr in der Luft, sonst wird mir das zu knapp. Und da hinten das, das brauche ich ja eigentlich auch nicht, weil das kann ich ja hier an dem Knopf kann ich das ja, ja drücken und aufs ja, einstellen. Ja, und dann brauche ich ja die Griffe gar nicht. Okay, mache ich da jetzt mal ab und dann gucken wir mal, wieder halte ich mal auf, wie es passt. Ja, jetzt habe ich mal alles, was unnötig ist, habe ich jetzt mal ab. Jetzt tue ich da mal noch ein bisschen das, ja, Schleife, Feile. Ja, mache ich ein bisschen mit der Feil. Dann hole ich die mal geschwind. So, jetzt habe ich ja das Teil da mal fertig. Ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, hier unten, das langt mir eben für den Tiefenstopp. Ja, und so kann man es nicht verschieben, nur wenn man den Knopf. Und dann kann ich das hier aufs Maß einstellen. Ja, und die Griffe und das alles, ja, das brauche ich ja nicht. Ich brauche nur den Mechanismus. Ja, und jetzt will ich mal gucken, wie ich das da irgendwie hinbastel. Da muss ich da unten irgendwie was machen, weil hier ist mir das im Weg. Ja, dass ich da was drauf leim, dass ich da ein bisschen rumkomme. Hier vorne könnte ich es auch machen. Aber da ist mir das klar ein bisschen
glaube, ist hier zu eng. Ja. Und wenn das dann hier unten fixiert ist, und jetzt habe ich dann, sage ich mal, da stelle ich dann mal höher ein, und wenn ich dann runter bohre, ja, und dann kann es ja nicht mehr weiter. Also so ungefähr ist jetzt noch mal Theorie. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was hinbastel, Windel oder irgendwas, und wo ich das dann miteinander verschraube. Ja, da muss ich jetzt erst einmal gucken. So, hier habe ich jetzt da so ein Flacheisen gefunden. Das trenne ich hier aber ab und bohre noch ein Loch neu, dass es ein bisschen stabiler wird. Und eins kann ich dann nehmen, um mein Dings drauf festzuschrauben. Und die anderen, die kommen praktisch dann an das Plastikteil, ja, wo praktisch mit dem Bohrfutter rauf und runter geht. Ja, jetzt trenne ich das mal ab. Kann ich das auch mal machen. Wie gesagt, lasse ich es ein bisschen länger, das muss hier noch gebogen werden. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das dann so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Aber ich mache halt mal. So. Fertig. Ein bisschen die Kante verschleifen. Ja, ist Haas. Ja, und jetzt muss ich das Ganze noch biegen. Ja, da lege ich jetzt einfach mal los. Und ein bisschen weiter ruf noch. Mal gucken. So, so. Ja, jetzt muss ich überlegen, so rum. Ja, und jetzt muss ich mal da auch halten. Und das jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Rundung anpassen. Das mache ich alles so Pi mal Daumen. Ich halte es dann halt mal auf. Das war schon zu arg wahrscheinlich. Ja. Ja, so ist das gut. Da muss noch einmal ein bisschen aufgekloppt werden. Alles eigentlich mal hier rum. Ja, wo bin ich dann? Halt hier oben. Ja, und das kommt jetzt praktisch. Da bohre ich aber dann auch noch ein Loch neu.
Und das kommt dann praktisch so hierher. Und an das Teil, da mache ich dann den tiefen Stopp. Ja. Also wie genau, weiß ich noch nicht, aber so wird das irgendwie verschraubt. Und dann brauche ich ganz oben noch mal irgendwie eine Führung. Ja, so muss ich schon mal basteln da. Okay. So, das Teil habe ich jetzt fertig. Da habe ich jetzt hier in dem Gestänge, also da habe ich das Loch, glaube ich, ein bisschen größer gebohrt. Habe da jetzt eine 6er Schraube neu und hinten mit Mutter und Sprengring, ja, dass ich das nicht mehr lösen kann. Und habe da auch ja, 6-Kant, dass ich das richtig fest aufknallen kann. Ja, habe ich das jetzt schon einmal so weit vorbereitet. Ja, dann habe ich hier, kann man sehen, da habe ich ein Loch gebohrt und habe von hinten eine Stoppmutter neu gezwickt oder neu gepresst. Ja, das tue ich aber alles noch ein bisschen mit zwei Komponenten kleben, tue ich das noch ein bisschen verkleben, dann schraube ich das drauf und dann habe ich ja hier. Ja, wo bin ich? Da habe ich ja noch da das kleine Loch. Da mache ich dann sicherheitshalber noch einmal, da langt aber ein Blechschraub oder irgendwas oder Holzschraub mache ich da neu. Ja, dass das Ganze dann nicht so wackeln kann, dass das halt fest bleibt. Ja, das mache ich jetzt mal drauf und dann ja, sind wir, glaube ich, schon fast fertig. Muss ich dann mal testen. Ja. So, hier ist jetzt das gute Stück. Habe ich das jetzt fertig gemacht? Ja, das war immer Sucherei, die richtige Schraube, wo muss ich bohren, messen. Ich war nur am Hin- und Herrennen. Und ja, am Suchen war das halt blöd zu filmen. Aber ich habe das jetzt fertig gemacht. Also das funktioniert einwandfrei. Kann man hier schön einstellen. Und man kann es auch nicht hochdrücken. Also das ist jetzt auch mal wo gut funktioniert. Ja, dann habe ich da hinten zwei Schrauben neu, dass das so nicht kippen kann, dass das alles im Winkel bleibt. Ja, und war eigentlich ja, Fehlsucherei, wie gesagt, aber ja, weniger Arbeit, wie ich gedacht habe. Ja, das ist ja richtig statt da oben, also da brauche ich gar nicht noch einmal irgendwie, wie ich anfangs geplant habe, hier oben noch einmal was machen. Ja, und dann stelle ich, dann praktisch hier die Höhe ein, wo ich brauche. Ne, das kann ich ja an der Skala vorher ablesen. Ja, und dann gehe ich runter. Und dann stelle ich das hier auf und kann nicht weiter. Muss allerdings dazu sagen, das ist ja nicht die Bestmaschine, also da hat man immer klar ein bisschen ja, Spiel, aber ja, scheiß der Hund drauf, man muss ja nicht aufs Tausendstel genau, das ist ja nur, dass man grob aufs Zehntel oder so dann immer die gleiche Tiefe hat. Ja, bin ich jetzt zufrieden, wenn ich das jetzt ganz nach oben fahre und da langt mir das auch noch mit dem Dings, dass ich komplett runterfahren kann. Na, wo bin ich dann? Ah, hier. Und hab trotzdem noch Luft, also da ist jetzt nichts beeinträchtigt. Ja, das war jetzt mein Projekt, fand ich wieder ein lustiges Projekt. Ja. Und wenn euch das gefällt, könnt ihr das ja gerne nachbauen. Ja, und wie gesagt, das ist ja Plastik. Das gibt halt alles ein klar bisschen nach. Also das ist jetzt nicht, wie gesagt, hundertprozentig ausgereift. Ja, aber die Idee fand ich schon einmal klasse. Ja, wenn euch das auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und ja, wieder mal ein bisschen was verbessert. Und ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ciao!